Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir lesen heute weiter im Judasbrief und dort, gibt ja nur dieses eine Kapitel, aber dort im Vers 2, Barmherzigkeit sei mit euch und Friede und dann heißt es Liebe in Fülle. Wir hatten uns die letzten Tage damit beschäftigt, mit Barmherzigkeit in Fülle, mit Frieden in Fülle und heute nun Liebe in Fülle. Nun, die Bibel zeigt uns, dass die Liebe ausgegossen wurde und wird durch den Heiligen Geist, nämlich dass wir ihn erkennen, den Vater, aber Vater, unseren lieben Vater. Und ich bin sehr froh, dass die Bibel sagt, es wird da etwas ausgegossen. Das heißt, nicht so in dem Maß, nicht in einem kleinen Messbecher, nicht so irgendwie, wie wir Menschen manchmal so dann durchaus auch wenig und geizig. Nein, die Liebe Gottes, sie will sich ergießen. Das soll viel sein, das soll nicht ohne, nicht mit Mangel geschehen, das soll in einer Fülle geschehen. Und genau das ist, was Judas hier an die Gemeinden schreibt. Er will deutlich machen, ich wünsche mir, das ist mein tiefer Wunsch, dass die Barmherzigkeit und der Friede Jesu und seine Liebe in Fülle bei euch ist. Und ich glaube, von dieser Liebe Jesu, da können wir nie genug haben. Warum? Nun, zum einen, weil wir, ja, wir machen Fehler, wir scheitern. Da ist zuallererst mal, dass wir merken und erleben, bloß gut, dass Gott mich annimmt. Da dürfen wir dankbar sein, der mir vergibt all meine Sünde und Schuld. Seele, vergiss nicht, heißt es schon im Alten Testament. Das darf uns mit Dank erfüllen, immer wieder neu, in dieser Fülle dieser Liebe zu sein. Das Gleiche ist aber auch dieser Zuspruch, dass wir erkennen, ich bin wertvoll, nicht weil ich an sich irgendwie toll drauf bin und all diese Dinge, nein, sondern dass da ein Wert ist, weil Gott mir einen Wert zuspricht, weil er mich gemacht hat, weil er mich liebt, weil er etwas für mich gegeben hat, nämlich sein Leben. Ich bin wertvoll, weil er meinen Wert bestimmt. Und egal, was Menschen sagen, egal, was nun ich an Leistung bringe, der Wert definiert sich letztendlich nicht über Sein, über Geld, über Macht, über Einfluss, nein, sondern indem ich ein Kind Gottes bin. Und das darf auch und sollte in Fülle in uns sein, denn die Welt sagt, bist du schön, bist du reich, hast du Einfluss, bist du sinnvoll, bringst du was, darüber bestimmt die Welt so den Wert. Aber Gott ist da ganz anders. Er schaut in die Herzen und er will seine Liebe ausgießen, dass wir eine Geborgenheit, eine Güte und Liebe von ihm erfahren. Und die darf uns immer wieder neu, frischen und neuen Lebensmut geben. Einmal kommt eine Frau zu Jesus, sie weint und sie beugt sich vor ihn, sie küsst seine Füße. Die anderen sind sehr bekehrt darüber. Aber Jesus sagt, schaut mal, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Und genau das dürfen und sollen wir immer wieder erkennen, nämlich ich darf lieben, ich darf zurücklieben, weil ich die Liebe Gottes erfahren habe. Und das ist notwendig. Warum? Weil wir auch selber einen Mangel haben an Liebe, sie zu bekommen, aber auch sie weiterzugeben. Denn wir auch als Menschen wollen ja immer, ja, das ist liebenswert und das ist nett und du gibst mir viel und du bist nett und dann will ich das auch lieben. Aber die Liebe Gottes geht darüber hinaus. Sie liebt, selbst wenn etwas nicht liebenswert ist. Und das darf uns immer wieder neu zu ihm, zu der Quelle der wahren und echten Liebe führen, indem wir sagen, Herr, erfülle mich wieder neu durch deinen Geist mit deiner Liebe. Und das ist genau, was Judas hier ausdrücken möchte. Ich wünsche, ich bete, ich begehre, dass das ihr in der Fülle der Liebe Gottes erfüllt seid. Und das möchte ich auch uns zusprechen, dass wir, wo immer der Mangel ist, uns ausstrecken und sagen, Herr, erfülle mich wieder neu mit deiner Güte und deiner Liebe. Gott segne euch. Wir sehen uns am Montag gerne wieder.